Als nächstes bitte ich die Gruppe Moin Refugees auf die Bühne. Genau. Und die drei haben mir erzählt, dass die eigentlich schon Freitagabend angefangen zu hacken. Die wussten nämlich genau und direkt, was sie machen wollten und konnten es kaum abwarten, loszulegen. Und es geht auch um ein ganz dringendes Thema, was ihnen offensichtlich sehr am Herzen lag. Und das erzählen die drei jetzt am besten selber. Ja, hallo. Wir sind das Team von Moin Refugees. Das ist Moritz, das ist Noah und ich bin Finn. Und genau, wie gesagt, wir haben uns einem sehr aktuellen Thema angenommen. Einmal kurz, worum es geht. Der Ablauf ist quasi einmal, dass wir erklären, womit wir uns befasst haben. Dann wollen wir mal kurz die App erklären, die wir erstellt haben. Kurze Zukunftspläne einmal erläutern und dann sagen wir euch nicht einmal, wo ihr das finden könnt, was wir bisher gemacht haben. Am Freitag wurden wir von Jugend Hackt in so Kleingruppen eingeteilt zu verschiedenen Themen. Und da sollten wir uns ein Projekt suchen, ein Problem suchen, dafür eine Lösung finden und uns dann gewisse Methoden ausdenken, mit denen wir diese Lösung erreichen können. Unser Problem, das wir gefunden haben, war das Chaos, das bei der Flüchtlingsaufnahme herrscht. Sie ist meist sehr unorganisiert, die Helfer sind oftmals überfordert, einfach weil es zu viele sind. Wenn die Flüchtlinge aufgenommen wurden, gibt es oft für sie wenig Möglichkeiten, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Und es gibt auch oft viele Fehlinfos, dadurch, dass die Presse viele Sachen filtert und auch über die Ankunftszeit. Wir haben einmal gehört, dass eine Gruppe von Helfern an einem Bahnhof stand und eine Bahn erwartet hat, einen Flüchtling. Und die kam auch, ist aber leider vorbeigefahren. Und dann haben sie nicht so viel helfen können. Das ist ärgerlich. Also haben wir uns eine Lösung ausgedacht, nämlich Moin Refugees. Wer hätte das gedacht? Dort hat man verschiedene Möglichkeiten, unter anderem unter anderem die Möglichkeit zu spenden. Die Flüchtlinge haben die Möglichkeit, den Helfern ihre Ankunftszeiten und Ankunftsorte zu vermitteln, damit eben keine solche Unglücke passieren. Sie sollen auch die Möglichkeit haben, lokale Unterbringung zu finden. Das soll auch für alle möglich sein, damit man dort auch helfen kann. Und es soll objektive Infos und Interviews geben, die einfach ungefiltert dann weitergegeben werden, ohne halt irgendwie manipulieren zu wollen. Unsere Methoden, wir haben eine iOS-App entwickelt. Wir processen die Spenden mittels PayPal. Wir benutzen den GPS-Sensor im iPhone, um rauszufinden, wo sich der Benutzer gerade befindet, um halt naheliegende Zentren anzuzeigen. Wir haben ein Backend geschrieben in Java.ee von Moritz für die Datenbank und Verarbeitung der Spenden. Und Helfer sollen oder können mittels Facebook und Twitter die App teilen. Also zur App. Man kann am Anfang einmal auswählen, wer man ist. Ein Flüchtling, ein Helfer oder einfach keins von alledem. Und will nur Infos haben. Insofern kommen wir jetzt einmal zur Demo. Genau, mach du mal. Fangen wir mal an mit Flüchtlingen. Dann kommt einfach so ein Screen. Wenn man in die Mitte tippt, sieht man auf der Karte die nächsten Heime. Die werden dann mit so Zeichen gezeigt. Sieht man ganz gut. Wenn man dann wieder zurückgeht ins Menü, hat man weitere Möglichkeiten, zum Beispiel sich anzumelden, unten links der Button, gibt seinen Namen ein, seine Ankunftszeit und Ankunftsort und wo man herkommt, das ist ganz gut für unsere Statistik, damit wir es hinterher darstellen können, für Leute, die es interessiert. Und wenn man dann Enter drückt, kann man unten das Ganze in unseren Server übermitteln. Es würde zum Server übermittelt werden, wenn wir nicht das Problem hätten, was sich Netzwerkverbindung nennt. Weil das Ganze einfach nicht funktioniert hat, wir waren im gleichen Netzwerk und irgendwie ging gar nichts. Deswegen könnte ich das jetzt auch mal hier im Prinzip, sage ich mal, simulieren, wenn man eben das mitmachen muss. Thank you.
Sinn zu werden. Dann ist da jetzt das iPhone 8. Ich habe hier oben mal was vorbereitet und ja, so, jetzt hört man mich hoffentlich auch. Wenn man das dann abschicken würde, würde das ungefähr so aussehen, wenn man jetzt hier in die Datenbank guckt, das Ganze einmal refresht, das war ein alter Eintrag, ist hier unten das Ganze unten mal. Also, es funktioniert, sagen wir mal so. Ja, genau. Genau, weiterhin hat man als Flüchtling hier noch die Funktion, Hilfe anzufordern. Man kann die Polizei anrufen, man kann einen Krankenwagen anrufen und lokale Hilfe anfordern. Und genau, wie schon gesagt, man kann halt sich auch als Helfer anmelden. Dort hat man die Möglichkeit zu spenden. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, über PayPal, wenn ich jetzt 10 Euro spenden möchte. Fragt er mich hier nach meiner Kreditkarte. Ich habe jetzt leider keine da, aber das würde funktionieren. Ja, Moment, ja. genau, man kann auch auf Facebook posten und auf Twitter. Und wir haben auch eine gute Funktion, um Nachrichten anzuzeigen, wenn wichtige Dinge passieren. Im Moment zu Testzwecken auf Mainz, damit ich. Das wird geändert, bevor es irgendwo veröffentlicht wird. Das wird auch noch angezeigt vorher. Ja, halt mal ganz davon. Also, da wird halt eine Nachricht angezeigt, wenn wir die bei uns im Server eingeben, um halt wichtige Infos zu übermitteln. Genau. Tada, und jetzt kann man hier draufklicken und dann sieht man, okay, es sind 30 Flüchtlinge am Hauptbahnhof angekommen. Das Ganze funktioniert auch über Apples Push-Service, also auch wenn die App nicht offen ist. Genau, willst du sonst noch mal zeigen? Jetzt würde quasi auf meiner Uhr angezeigt werden. Aha, da sind 30 Flüchtlinge angekommen. Ich werde als Helfer angebracht. Okay, für die Zukunft, da das Thema ja Spiele ist, haben wir uns gedacht, man könnte noch ein Spiel hinzufügen, um den Flüchtlingen helfen, Deutsch zu lernen, mittels eines Wörterbuchs oder einer Vokabel-App. Das Benachrichtigungssystem für Helfer sollte auch auf Ortsdaten basieren, dass nicht irgendjemand, der gerade in Schwerin ist, angefordert wird, um zum Hauptbahnhof zu kommen. Wir wurden freundlicherweise darauf hingewiesen, dass der Chaos Computer Club in München schon ein sehr ähnliches System, das Engelsystem, aufgesetzt hat, was bei dem Camp verwendet wird und auch sehr gut funktioniert. Mit denen könnten wir uns kurz schließen. Und um unsere Informationssektion zu füllen, müssen wir natürlich Leute vor Ort haben, Journalisten, die dort Interviews führen und ungefilterte Daten reinholen. Genau. Wenn ihr diese App jetzt super cool findet, könnt ihr diesen QR-Code scannen. Da landet ihr auf unserer GitHub-Seite. Das ist allerdings nur ein Source-Code, also wer nicht unbedingt Xcode installiert hat, wird da nicht viel mit anfangen können. Aber ihr könnt nach der Präsentation zu uns kommen, dann zeigen wir euch das nochmal in Person. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Twitter folgen, das sind unsere Nutzernamen. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Jungs. Sagt auf jeden Fall Bescheid, wenn die App online ist, dann möchte ich hier bitte sofort runterladen. Übrigens, sehr schönes Logo.